Hallo, du liebe Gedankenfunken, heute etwas später, ein nachmittägliches Gedankenfunken. Ich hoffe, es geht dir gut, du hattest einen wunderbaren Tag bisher und es geht weiter. Ich wünsche mir einen Gedankenfunken bei dir zu platzieren, den du für dich nutzen kannst und ihn dann weitergeben kannst, da wo er gerade jetzt gebraucht wird. Mein Wegbegleiter-Kartenset hat extra gewartet bis nach der Mittagspause auf mich. Wir machen es mal auf und schauen mal, welche Karte uns heute bereichern möchte. Ja, der Stapel wird echt schon kleiner. Guck mal da. So, dann schauen wir mal, welches Wort uns da heute bereichert. Passt sogar wieder farblich. Humor, Humor, ja. Passt, denke ich, auch gerade insgesamt ganz gut. Jetzt fällt mir gerade der Spruch nicht 100% ein, wie der heißt. Ja, mit Humor geht es am besten, aber so sinngemäß heißt er noch, wenn jemand von euch das jetzt nochmal zusammenkriegt, mir fällt jetzt der genaue Wortlaut nicht ein. Aber mit Humor geht es tatsächlich besser. Und ich habe das selbst auch schon erlebt. Naja, Humor, genau, da fällt mir noch ein anderer Satz ein. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, auch wenn es vielleicht gerade nichts zu lachen gibt. Und zum Thema Lachen sage ich gleich nochmal was. Natürlich gibt es immer negative Situationen im Leben, negative Erlebnisse, traurige Sachen, traurige Nachrichten, schlimme Dinge, die wir auch täglich im Moment sehen. Und auch mit Corona haben wir schon ganz, ganz viel Leid gesehen und mitbekommen. Und das berührt uns natürlich sehr. Das macht uns auch sehr, sehr zu schaffen. Das beschäftigt uns. Wichtig ist aber trotzdem, wir können viele Dinge davon nicht ändern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir trotzdem versuchen, uns in einer guten Stimmung zu halten, alleine für uns selbst und auch für die Menschen, die wir direkt um uns drumherum haben. Ja, also ich kann da ein Beispiel nennen, tatsächlich, als ich früher, ich habe ja meine Geschichte auch schon mal hier auf diesem Kanal erzählt, wie ich überhaupt zum Umdenken gekommen bin, warum das so war. Und nach dieser, ich sag mal, Übernahme durch die amerikanische Leitung, das Mega-Unternehmen, war ja kein Stein mehr auf dem anderen und wir hatten das große Glück, in dem alten Team sozusagen zumindest zusammenbleiben zu können für eine ganze Weile und das hat uns gestärkt. Und wir haben jeden Tag uns versucht, mit einem bestimmten Humor uns gegenseitig zu stützen und uns zum Lachen zu bringen. Und wir haben uns wirklich jeden Tag dazu ermuntert, immer, jeder für den anderen. Und wir haben, da gibt es so ein kleines Filmchen von Don't worry, be happy. Das sind diese Smileys, die man da von hinten sieht. Und da gibt es so eine Geschichte, die gehen da auf den Sonnenuntergang zu und da läuft eben das Lied dabei und im Hintergrund. Und wir haben uns, wenn es wirklich ganz arg schlimm war, haben wir gesagt, okay, Leute, zu dritt oder zu viert, wir lassen dieses Video. Wir hatten es auf Stick, also schnell abrufbar, jetzt einfach mal ablaufen. Das waren 2 Minuten und wir haben dann herzhaft gelacht über diese Smileys, die man eben da so watscheln sieht. Und nee, dieses Don't worry, be happy. Und haben dann mitgesungen und mitgeschwungen. Und plötzlich war das, was uns vorher so furchtbar aufgeregt hat oder was uns so furchtbar schwer gefallen ist, nur noch halb so schwer. Und da haben wir uns selbst in eine gute Stimmung gebracht und uns mit Humor, den wir uns bewusst zugeführt haben, mittels dieses Videos zum Beispiel, da gibt es zig andere Varianten, den haben wir uns wieder zurückgeholt in dem Moment. Und wir hatten alle ein Lächeln auf dem Gesicht, wo wir den Film wieder zugemacht haben und haben gesagt, ey, warum haben wir uns eigentlich so aufgeregt? War doch blöd. War so unsinnig. Ja, warum haben wir das gemacht? Es kostet immer Lebenszeit, sich aufzuregen, Energie, ganz unnötig, braucht eigentlich kein Mensch. Und diesen Humor kannst du dir immer auch jederzeit durch ein Musikstück, durch vielleicht auch so ein ähnliches Video oder ein Kindervideo, ein Katzenvideo, alles, was dich in eine positive Stimmung wieder bringt, was dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. So, jetzt schaue ich gerade mal, wer da schon dabei ist. Kann ich nicht sehen. Hallo. Ja, wenn es dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, ist das schon die halbe Miete. Und zum Thema Lachen und Lächeln. Du kannst tatsächlich ohne Grund lachen. Du kannst nämlich dich einfach vor den Spiegel stellen, kannst deine Mundwinkel nach oben bringen. Das sieht schon mal so witzig. Also auch selbst wenn du jetzt gerade nicht oder wenn es dir nicht zum Lachen ist. Und das sieht einmal schon so witzig aus, dass du über dich selbst lachen musst und schon ist der, ja, die Schwelle so ein bisschen geknackt. Und es ist erwiesen, wenn du 30 Sekunden lang deine Mundwinkel nach oben ziehst, erstens, wie gesagt, musst du selbst schmunzeln, wenn du dich im Spiegel siehst, zum anderen merkt, das kommt ein Impuls ans Gehirn, dass ihr Gehirn sagt, oh, ja, die Sandra, die zieht die Mundwinkel nach oben, ist gleich Lächeln, ist gleich gutes Gefühl. Das heißt, das Gehirn erzeugt in diesem Moment, wo es merkt, oh, Mundwinkel sind oben,
Ja, da ist jemand gut drauf. Und das ist das Wichtige. Und das sind so die kleinen, klitzekleinen Hilfsmittelchen, die jeder von uns nutzen kann. Und vielleicht probierst du es einfach mal aus, auch wenn es sich jetzt vielleicht ein Stück lächerlich anhört, aber es hilft. Und wenn du so was ganz Einfaches für dich nutzen kannst, why not? Probier es aus und schau, was es mit dir macht. Vielleicht klappt es nicht gleich beim ersten Mal, beim zweiten Mal ganz sicher. Und wenn es was am meisten hilft, wenn du dich zusammen mit jemandem vor den Spiegel stellst, weil dann fängst du automatisch an zu lachen, wenn ihr beide das Gesicht verzieht. Also nutzt diese kleinen Helferlein, sie sind da, jederzeit greifbar und wir können uns das Leben leichter machen. Das ist die große Essenz. Und humorvoll durchs Leben gehen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. In diesem Sinne wünsche ich dir gute Situationen vielleicht heute. Schau da mal genauer rein, wo du vielleicht so etwas hervorrufen könntest. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß und ein Lächeln auf den Lippen. Und erhalte dir auf jeden Fall deinen Humor. Liebe Grüße, deine Umdenkerin, morgen wieder um die Mittagszeit. Und wir sehen uns morgen. Einen schönen Tag dir. Ciao.